Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 211. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa. Die natürlich auch Hallo sagt und herzlich willkommen. Und bei mir ist wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja, und wir haben eine ganze Menge Hausmeisterei, das packen wir aber ans Ende der Sendung und wollen direkt durchstarten mit einer, naja, ihr kennt das ja alles schon. Die Story der Woche. Es ist ja immer so ein bisschen verwunderlich, auch ein bisschen gruselig und traurig, wenn man sich so anguckt, was so auf dem Sektor der Drogen, seien sie illegal oder auch legal, sich tut, finde ich zumindest, weil ich da generell nicht so drauf stehe. Aber das, was sich die Jugendlichen in den USA jetzt ausgedacht haben, das dürfte jedem zu viel werden. Wenn ich euch gleich erzähle, was da geraucht oder injiziert wird, da wird wahrscheinlich bei jedem der Ekel ausbrechen. Um an ein legales High zu kommen, das zudem noch günstig ist und leicht verfügbar, haben sich die Jugendlichen jenseits des großen Teiches ausgedacht, dass sie Bedbugs, also Bettwanzen, trocknen, zerstoßen, dann irgendwie verflüssigen und dann entweder als Pulver rauchen oder als Flüssigkeit injizieren. Und da dann irgendwie so ihren Kick draus ziehen. Das ist jetzt so die neueste Geschichte. Das macht natürlich vielen in den USA, wie generell die Drogensituation da drüben, ziemlich Sorgen. Aber es ist irgendwie ja eine Ausprägung mit besonderem Ekelfaktor, finde ich. Wenn die Geschichte denn überhaupt stimmt. Vielleicht habe ich ja nur wieder meine Fantasie irgendwie spielen lassen oder ein bisschen zu tief im Internet gegraben oder sonst etwas. Was mich daran sowieso immer fasziniert, gerade an Drogen, ist ja die Tatsache, wie die Menschen überhaupt darauf gekommen sind, dass gewisse Pilze zum Beispiel eine Wirkung haben. Oder Trial and Error, würde ich sagen. Ja, aber wer kommt denn dann auf die Idee, Kröten abzulecken? Also ich weiß nicht, ob das mit dem Kröten ablecken, das müsste man vielleicht, also bitte haut's mir uns nicht um die Ohren, das müssten wir nochmal recherchieren. Nein, ob das nicht auch irgendwie mehr so Legendenbildung ist, tatsächlich. Die gibt's. Also ihr seht ja nicht, dass ich gerade wie wild wir Kopfschüttel und wicke. Nein, also Kröten ablecken gibt's ja tatsächlich und da frage ich mich natürlich, also auf die Idee zu kommen, also gut, vielleicht eine Kröte angefasst und dann aus Versehen die Hände im Mund, ist ja auch wurscht. Bettwanzen finde ich jetzt ganz schön eklig, ehrlich gesagt. Und dann hoffe ich mal, dass die Geschichte vielleicht dann doch nicht stimmt am Ende der Sendung. Wir machen jetzt eigentlich, glaube ich, mal weiter mit dem eigentlichen Thema. Oh, ich habe übrigens Arachnophobie für alle, die es nicht wissen sollten. Also alles, was so krabbelt, ist nicht meins. Thema der Woche. Nach den etwas wissenschaftlicheren letzten Episoden, ja auch mit Interviews zu Raketenraumfahrt, Interview mit Lydia Wenig war eine der letzten Episoden, haben wir wieder gedacht, wir machen mal etwas aus dem gruselig historischen Sektor. Immer wieder werden uns ja diese Themen vorgeschlagen oder der Wunsch geäußert, dass wir doch gerne mal wieder was Gruseliges machen könnten. Und so ist diese Episode auch ein Hörervorschlag gewesen, ja, ursprünglich. Schon lange, lange, lange her. Ich weiß nicht, also ich kannte die Geschichte gar nicht. Kanntest du die Geschichte, Alexa? Ich kannte die Geschichte deswegen, weil ich die dritte Staffel von American Horror Story gesehen habe und da mit dem Charakter, über den wir heute sprechen, in Kontakt gekommen bin. Sozusagen. Der Luxus der selbstständigen Autorin, die Horrorserien für ihre Arbeit auch mal nebenbei gucken kann. Genau, das ist alles Recherche, das gehört alles zum Beruf. Während ich meine Seele an der Universität verkaufe jeden Tag. Nein, ich möchte kein Mitleid haben, ist alles gut. Ja, worum geht's? Es geht um die Geschichte, um es mal wertfrei erstmal zu sagen, von Delphine La Laurie. Das ist eine Dame, die ja im vorletzten Jahrhundert gelebt hat. Also wir sprechen hier vom 19. Jahrhundert, geboren tatsächlich im 18. Jahrhundert, im März 1787 unter ihren Mädchennamen Marie Delphine McCarthy
oder auch McCarthy, da ist man sich dann nicht mehr so ganz sicher nach so vielen Jahren. Und vermutlich ist sie gestorben am 7. Dezember 1849, aber zum Tod werden wir noch kommen. Ja. Das gehört noch zur Geschichte. Also wir halten fest, diese Person ist tatsächlich real belegt und hat auch eine belegte Familiengeschichte, sodass die Person hier real ist. Allerdings die Geschichte, die sich um Delphine Laurie dreht, ist so grausam, wenn man sie sich denn anschaut, dass man sie gar nicht glauben möchte. Also vorab, natürlich ist das, was in der dritten Staffel von American Horror Story, ohne dass ich es gesehen habe, und du hast es mir ja gesagt, Alexa, über ihren Charakter erzählt wird, das ist natürlich wirklich pure Fiktion, die fürs Fernsehen entwickelt worden ist, oder? Also ich würde sagen 90% davon, ja. Ja, also da muss man jetzt, glaube ich, also wir werden jetzt nicht aufschlüsseln, warum diese Fernsehserie nicht passt. Sagen wir 85. Den genauen Wert könnt ihr auch gerne mal selber ausrechnen. Nein, also wir wollen jetzt nicht diese Fernsehserie auseinander nehmen, aber warum ist diese Person interessant? Delphine Lalaurie hat in New Orleans gelebt am Ende oder in dem Teil ihres Lebens, der jetzt erstmal relevant wird, nicht am Ende ihres Lebens, sondern in dem Teil ihres Lebens, der jetzt relevant ist, und war wie viele andere Sklavenhalterin. Sie war sehr vermögend, sie hatte ein Haus in New Orleans, dass man sich übrigens auch heute noch anschauen kann, dieses Haus. Das ist ganz interessant, das steht da also immer noch. Und in diesem Haus hat sie irgendwas zwischen 7 und 10 Sklaven wohl gehalten. Also wie man das wohl bei reichen Leuten zu der damaligen Zeit hatte. Also das Haus war schon, also ich weiß jetzt nicht, wie tief wir direkt in die Biografie einsteigen, bevor wir die Geschichte erzählen, die man heute so kennt. Aber ganz kurz, wenn wir jetzt gerade beim Haus sind, das war für die damaligen Verhältnisse sehr hochherrschaftlich, auch tatsächlich architektonisch sehr hoch, überblickte irgendwie die ganzen anderen Häuser und hatte Sklavenquartiere, die im Prinzip direkt am Haus mit dran waren. Das heißt also, die Sklaven lebten sehr dicht an der Herrschaft. Und ja, ihr Haus stand an der Royal Street in New Orleans, das kann man nochmal sagen. Und zwar drei 1140 Etagen. 1140 Royal Street, New Orleans, genau. Das ist genau die Anschrift. Und hatte drei Etagen, also für die damalige Zeit ungewöhnlich, also wirklich sehr groß. Und wenn man auf dem Dach des Gebäudes stand, konnte man also über weite Teile New Orleans blicken. Das Stadtbild hat sich heute verändert, aber zum damaligen Zeitpunkt ein wirklich herausragendes Gebäude. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal an dem verhängnisvollen Abend des 10. April 1834 ein. Ja. Während Delphine Lalaurie und auch ihr Ehemann, über den wir später noch ein, zwei Worte verlieren werden, eine Abendgesellschaft gaben, bei der sie Gäste hatten im Haus, brach plötzlich in der Küche ein Feuer aus. Und jetzt muss man sich vorstellen, ging natürlich die Angst um. Man versuchte erstmal die Quelle des Feuers auszumachen und dann versuchten die anwesenden Gäste natürlich in irgendeiner Form auch zu helfen. Dabei stießen sie schon ein bisschen auf Widerstand des Ehepaars, das dort lebte. Aber dazu vielleicht später mehr. Also Feuer brach aus. Man lokalisierte dann das Feuer in der Küche, wo man eine 70-jährige Köchin fand, die am Knöchel an den Herd gekettet war und zugab, das Feuer gelegt zu haben. In einem Selbstmordversuch? Parallel dazu, also das ist ja schon mal auch ganz kurz, ich gehe also da so weiter. Die war im Prinzip am Verhungern, die war ausgemergelt und hat fest gesagt, gekettet genau, am Herd. Ja. Und hat dann gesagt, ich habe ihr das Feuer angesteckt, weil ich wollte nicht mehr leben. Parallel dazu war es aber so, dass Delphine Lalaurie ihre Wertgegenstände, ihre Pelze, ihren Schmuck in panischer Hektik zusammenräumte und natürlich von den Gästen, Alexa, du hast es ja gerade schon gesagt, dass die mit dabei waren, gefragt wurde, warum machst du das denn selber? Du hast doch hier Sklaven, lass dir doch von deinen Sklaven dabei helfen, deine Sachen zu retten. Wo sind die denn überhaupt, deine Sklaven? Worauf sie sagte, das geht euch alles überhaupt gar nichts an und weiter also hektisch ihre Sachen zusammenpackte. Und dann wird also berichtet, neben diesem grausigen Fund in der Küche, dass dann im zunehmenden Maße Geschrei vom Dachboden des Gebäudes zu hören war. Genau, man muss dazu sagen, dass unter den Gästen an diesem Abend auch ein Richter war und der hat dann so ein bisschen die Führung der kleinen Gruppe übernommen, ist dann noch ein bisschen mit dem Mann von Delphine Lalaurie aneinander geraten, der so etwas sagte in Richtung wie, manche Leute sollten lieber zu Hause bleiben, als zu anderen zu gehen als Gast und sich da in ihre Angelegenheiten einzumischen. Wie dem auch sei, die ganze Gruppe
ist dann also hochgestiegen zu dem Raum, aus dem die Schreie kamen. Und man wollte eigentlich den Schlüssel haben von Herrn Lalaurie. Er hat gesagt, komm, jetzt schließ mal hier auf, schon auf dem Weg nach oben. Den wollte er aber nicht rausrücken. Es kam immer die Betonung, das geht euch alles gar nichts an, sodass dann diese Gesellschaft, und das gerade schon gesagt, ein Richter, also man war natürlich in der vornehmen Gesellschaft New Orleans unterwegs als vermögendes Ehepaar. Und diese Gäste sich entschieden sich nun aber jetzt die Tür aufzubrechen, um gegen die Sklaven vor dem Feuer zu retten. Denn man vermutet natürlich oben unter dem Dach die Sklaven. Da war auch das Sklavenquartier, so wurde es ja auch genannt. Und als man dann die Tür aufgebrochen hatte, bot sich den Anwesenden laut den Berichten ein absolut grausames Bild. So ungefähr vielleicht, wie eine mittelalterliche Folterkammer, oder? Ja, also wer jetzt irgendwie ganz kleine Kinder hat, die Huxilla hören, der sollte vielleicht an der Stelle irgendwie Stopp machen. Also weil wir jetzt gleich beschreiben, was sich da erzählt wird, dass man gefunden habe, ob das alles so stimmt, werden wir nachher nochmal aufrollen. Aber die Bilder, die wir jetzt gleich beschreiben, die sind doch durchaus geeignet, Albträume zu verursachen. Deshalb Vorsicht, Achtung und gegebenenfalls vorspulen. Denn was man fand, waren Sklaven, die von der Decke hängend im Wesentlichen vorgefunden wurden. Oder auf Tische. Gespannt mit Gliedmaßen, die ja im Prinzip schon vom Körper abgerissen oder zumindest ausgekugelt waren. Es wird eine Sklavin beschrieben, deren Haut ringförmig abgezogen wurde. Die Originaltexte, die wir hier haben, sind alle auf Englisch, deswegen muss ich mal einen kleinen Moment überlegen. Also, dass es immer so Streifen von Haut gab und dann Streifen, wo die Haut entfernt wurde und das über den ganzen Körper, sodass in der Beschreibung steht, sie hätte ausgesehen wie ein Wurm, wie so ein geringelter Wurm. Caterpillar ist das Wort, also eine Raupe ist das deutsche Wort. Also auch ein ganz schreckliches Bild. Dann wird von von einem Sklaven berichtet, dem die Knochen so gebrochen worden sind und dann offensichtlich so falsch gerichtet worden sind, dass er aussah wie eine Krabbe und die Beine so geformt waren, dass er sich eher nur noch so seitlich laufend in verdrehten Beinen voran bewegen konnte. Ein Sklave sollte ein Loch im Schädel besessen haben, gefesselt, in dem der Sklave und in dem Loch im Schädel sollte also ein Holzstock gesteckt haben. Es gibt darüber hinaus Leichen, Körperteile, Sklaven in viel zu kleinen Käfigen, die sich dort kaum bewegen konnten und Sklaven, denen der Mund zugenäht worden war, nachdem man ihn wohl mit Tiermist gefüllt hatte, auch eine Art der Folter. Und ein oder mehrere, da ist man sich dann nicht ganz schlüssig in den Beschreibungsklaven, deren Unterleib geöffnet worden war, die Eingeweide herausgeholt worden waren und um den Leib gewickelt und zusammengebunden worden waren. Genau, manche ihrer Opfer waren tot, einige waren noch lebendig, wenn auch in einem wirklich beklagenswerten Zustand. Und manche sprechen davon, manche Quellen, dass die Zahl der Opfer so bis in die 100 ging. Obwohl eigentlich nur bekannt war, dass sie, ja, wie ich vorhin schon sagte, nicht so viele Sklaven gehalten hat, also irgendwas zwischen 7 und 10 Sklaven. Also da sind die Beschreibungen sehr, sehr unterschiedlich. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Gesellschaft, die ursprünglich zum Abendessen eingeladen war, ja, fast der Verstand stillstand. Man hat dann zunächst mal dieses Gebäude geräumt, die Sklaven, so gut es ging, herausgeholt, mit medizinischer Versorgung zugeführt. Und zwei der Sklaven verstarben dann relativ schnell an den schweren Verletzungen, die sie aufwiesen. Was auch noch berichtet wurde, war, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass die Sklaven, die eben nicht so in so ganz schweren Folterpositionen waren, Metallhalsbänder hatten mit Spitzen, Metallspitzen nach innen scharfen, damit sie nicht schlafen konnten. Denn wenn man so ein Halsband trägt, man schläft ein, dann fällt der Kopf auf irgendeine Seite und dann spießt man sich an diesen Spitzen auf. Also wirklich grausamste Foltermethoden, die man vorfand an dem Abend. Und das hatte Konsequenzen dann auch am nächsten Tag, Alexander.
Die Bewohner von New Orleans haben natürlich zwangsläufig von diesem Abend erfahren, von allem, was da an Grausamkeiten passiert war. Immerhin war auch ein Feuer ausgebrochen, das heißt, das Ganze konnte natürlich nicht geheim bleiben. Mhm. Und als man erfuhr, was man im Haus von Delphine Lalaurie entdeckt hatte, hat sich ein Mob auf den Weg gemacht dorthin und ist dann plündern gegangen. Das heißt also, die waren natürlich irgendwie entsetzt und wütend über das, was da passiert war. Haben dann gesagt, wir nehmen jetzt das Recht in unsere eigene Hand und haben das Haus komplett auf den Kopf gestellt und verwüstet. Und sicherlich wäre auch Delphine Lalaurie selber dabei etwas passiert, wenn sie sich zu dem Zeitpunkt noch dort befunden hätte. Aber sie hat es wohl geschafft, in all der Aufregung, in all dem Chaos, was entstanden war, zu fliehen. Mhm. Genau, sie soll sich nach Paris abgesetzt haben. Da ist sie dann auch später verstorben. Nach New Orleans ist sie scheinbar nie mehr zurückgekehrt. Und nachdem der plündernde Mob mit dem Haus fertig gewesen ist, gibt es Beschreibungen, die sagen, dass im Prinzip nur noch die verkohlten Wände, also die Außenmauern, gestanden haben und der Rest war komplett verschwunden. Die Familie Lalaurie war also vertrieben, konnte der Gerechtigkeit nicht mehr zugeführt werden. Und was nun ungewöhnlich an dieser Geschichte ist, ist ja nicht die Tatsache, dass es sich hier um Sklavenhalter gehandelt hat, sondern dass selbst in einer Stadt, in einem Staat in den Vereinigten Staaten, zu dem, in dem Sklavenhaltung ja noch völlig normal war zur damaligen Zeit, dieses Maß an Grausamkeit sozusagen die gesellschaftliche Norm so sehr durchbrach, dass man sich dagegen erheben musste. Vielleicht noch kurz, bevor wir weiter in das Thema einsteigen, zu dem, was man sich erzählt, dass aus Delphine Lalaurie geworden ist. Also manche sagen, sie sei in Paris gestorben, entweder 1842 oder 1849, je nachdem, welchen Quellen man dann glaubt. Manche sagen, sie sei dann enterdigt worden und nach New Orleans zurücküberführt worden im Jahr 1851. Wieder andere glauben, dass sie ihren Tod nur vorgetäuscht hat, also dort in Paris nur vorgetäuscht hat, um dann auf geheimen Wegen wieder nach Louisiana zurückkehren zu können und da ihre Grausamkeiten im Verborgenen weiter ausleben zu können. Und wieder andere sagen, sie ist überhaupt niemals abgereist, sondern hat nur so getan, als hätte sie New Orleans bzw. Louisiana Richtung Paris verlassen. Wem jetzt diese Geschichte so ein ganz bisschen bekannt vorkommt oder der sagt, da habe ich doch Parallelen irgendwie in meinem Hinterkopf, sowas habt ihr doch schon mal berichtet, dann kann man nur sagen, ja, das ist nicht ganz falsch. Es gibt so eine gewisse Ähnlichkeit im Sinne einer Grausamkeit einer Frau gegenüber Bediensteten. Und der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich daran erinnern, dass wir ja seinerzeit mal eine Geschichte über Elisabeth Báthory gemacht haben. Und man erkennt schon auch gewisse Parallelen hier zwischen der Báthory und Delphine Lalaurie auf jeden Fall. Und genau da wollen wir jetzt so ein wenig einsteigen. Das ist schon ein bisschen länger her für alle Huxilla-Fans. Das war in der 30. Episode von Huxilla, die den Titel trug, die Blutgräfin aus dem Jahr 2011. Da haben wir über Elisabeth Báthory gesprochen, die 600 junge Mädchen grausam gefoltert haben soll. Genau, das heißt also, wir machen an dieser Stelle im Prinzip einen Cut. Wir haben euch jetzt die Geschichte so far erzählt. Genau. Also deren Anklänge man motivisch und im Detail auch in der Staffel 3 von American Horror Story findet. Mhm. Also diese Situationsbeschreibung, wie man da in diesen Raum kommt und die Sklaven in Käfigen vorfindet, dann teilweise mit zugenähtem Mund und so weiter. Das kommt tatsächlich in der Serie auch vor an Bildern. Das ist sozusagen das, wenn man jetzt heute eine Tour machen würde durch New Orleans und da eine von diesen Grusel-Ghost-Tours wählen würde, dann würde man diese Geschichten in der Royal Street auf jeden Fall zu hören bekommen. Denn das Haus steht da immer noch. Das Haus steht da immer noch. Das hat zwischendurch mal von 2007 bis 2009 Nicolas Cage gehört. Hatte auch noch viele, viele, viele andere Zwecke zwischendurch. Aber es steht da heute noch. Und wir fangen jetzt vielleicht mal ganz, ganz kurz an, wirklich nur ein ganz kurzer Exkurs bei der Situation von Louisiana zur Zeit der Geburt von Delphine Lalaurie und im frühen 19. Jahrhundert, damit man das dann später einordnen kann.
Delphine Lalaurie selber ist eine Kreolin, das heißt, sie stammt von der kolonialen französischen Bevölkerung von Louisiana ab. Wohingegen der Arzt, von dem sie dann ihren Namen hat, ihr dritter Ehemann, also der Arzt Léonard-Louis-Nicolas Lalaurie, den sie 1825 geheiratet hat, der stammte direkt aus Frankreich. Das war sozusagen ein Zugereister, wenn man so will. Louisiana war von 1762 bis 1802 spanisch, nachdem es natürlich zuerst französisches Territorium gewesen war. Also Spanien hatte das Territorium von Frankreich erworben. 1682 hat Frankreich Louisiana sozusagen getauft, den Namen La Louisiane gegeben nach Ludwig dem 14. Also 1802 ging es dann kurz zurück nach Frankreich oder zurück an Frankreich und 1803, das werden die Amerikaner unter den Hörern, wenn es sie denn gibt, wissen, fand der Louisiana Purchase statt und das Territorium wurde von den USA gekauft. Also, das heißt, es hat eine relativ wechselvolle Geschichte, dieser Staat. Und durch die ganze Zeit zieht sich jetzt natürlich auch die Geschichte der Sklaverei dort. Und es ist jetzt die Frage, ob wir damit fortfahren zu zerpflücken, was an der Geschichte um Delphine Lalaurie wirklich dran ist, oder ob wir erstmal die Situation in Louisiana in Bezug auf die Sklaven beschreiben, die es damals gab. Sprich, ob wir über die Sklavenaufstände im späten 18. und im frühen 19. Jahrhundert sprechen. Ich glaube, wir sollten zunächst auf die Geschichte von Delphine Lalaurie, so man sie denn heute belegen kann, denn das ist tatsächlich eine ganz schwierige Situation, eingehen. Also, es stimmt im Prinzip eigentlich alles, bis zu dem Moment, wo das Feuer ausbricht und selbst die Tatsache, dass man nach den Sklaven schauen wollte und dann tatsächlich den Schlüssel nicht bekam, auch das ist alles noch belegt. Was danach passiert ist und gerade auch insbesondere in welchem Zustand sich die Sklaven von Delphine Lalaurie befunden haben, ist extrem schwierig zu berichten. Alexa hat eine hat mal versucht aufzustellen von der Moderne bis wirklich zu dem direkten zeitlichen Nähe des Ereignisses, wie sich die Geschichte verändert hat. Alexa, vielleicht versuchst du nochmal ja, so von hinten nach vorne gehend das nochmal aufzudröseln. Also wir haben drei Quellen, die in dem Zusammenhang recht wichtig sind und aus denen sich dann sozusagen diese Entwicklung der Geschichte ablesen lässt. Wir haben sie jetzt angefangen, sozusagen rückwärts nachzuvollziehen. Wir haben euch nämlich das erzählt, was 1998 Kalila Katharina Smith in Journey into Darkness, Ghosts and Vampires of New Orleans erzählt. Also diese amputierten Arme, diese Raupe, die da, diese menschliche Raupe, die da entsteht, die Krabbe, die gebrochenen Gliedmaßen, auch dieses Zunähen des Mundes und so weiter, das stammt also aus dieser Quelle und ist eben von 1998. Kalila Katharine Smith ist selbsternanntes Medium, macht auch so Ghost Tours und beschäftigt sich mit Voodoo und allen möglichen Dingen und versäumt es in ihren Erzählungen tatsächlich handfeste Quellen zu nennen. Das heißt also, man kann eigentlich davon ausgehen, dass vieles von dem, was sie da erzählt, vielleicht aus anderen Geschichten stammt und damit dann verwoben wurde oder ein bisschen angereichert wurde. Also jedenfalls lässt es sich historisch nicht belegen. Die Quelle, die, wenn man zeitlich weiter zurückgeht, dann als nächstes wichtig ist, ist von Jean de Lavigne, Ghost Stories of Old New Orleans von 1946. Da ist auch von Folter die Rede, von Sklaven, die nackt an die Wand gekettet, gehäutet, mit ausgestochenen Augen und abgezogenen Nägeln vorgefunden werden, dass sie Löcher im Fleisch haben, auch die Lippen zugenäht haben, Eingeweide rausgerissen haben und so weiter. Das ist natürlich schon ein Bericht, der von großer, großer, großer Grausamkeit zeugt. Also da haben wir schon vieles von diesen Motiven, die dann später sich durchsetzen oder fortsetzen bis heute. Aber auch in diesem Buch werden kaum wirklich faktische Quellen genannt. Also es gibt da tatsächlich ein Vorwort von einem Volkskundler, Frank DeCaro,
Aber das alleine zeugt ja nicht davon, dass es sich da um eine wissenschaftliche Abhandlung handelt. Mhm. Also bei diesem Buch, The Ghost Stories of Old New Orleans, handelt es sich eigentlich nur um eine Geschichtensammlung. Also im Prinzip das, was die Leute sich so auf der Straße erzählen, wenn sie da über dieses Haus sprechen, das ist da zusammengetragen worden und im Prinzip eine Sammlung von Folklore und keine wissenschaftliche Analyse historischer Quellen. Mhm. Und die wichtigste Quelle, wenn man zeitlich ganz nah an das Ereignis gehen möchte, ist die von Harriet Martineau. Da geht es um das Buch, um die Abhandlung Retrospect of Western Travel von 1838. Und jetzt kann man sich überlegen, das Ereignis, von dem wir erzählt haben, war 1834. 1836 war Harriet Martineau selbst vor Ort in New Orleans, mhm, und hat also mit Menschen gesprochen, die sich noch gut daran erinnern konnten, und hat dann angefangen aufzuschreiben, was sie da gehört hat. Und da ist dann tatsächlich die Rede davon, dass es dieses Feuer gegeben hat, dass man die Sklaven in einem sehr, sehr schlechten Zustand gefunden hat. Sie hatten Narben, sie waren mangelernährt, also vollkommen unterernährt, hatten Krankheiten, also dass tatsächlich wohl einer, ein Sklave ein Loch im Kopf hatte, in dem schon die Maden herumkrochen, taucht eben in dieser Quelle auch auf. Das heißt also, dass wir da recht nah am Ereignis davon ausgehen können, dass die Sklaven von Delphine Lalaurie in einem wirklich äußerst schlechten Zustand gewesen sind. Wenn dann eben auch diese vollkommen fantastischen Geschichten von Folter und Verstümmelung nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Trotzdem 4 Jahre später keine wirklichen Augenzeugen berichten. Sie hat zwar dann auch die Zeitungen zitiert, wobei man natürlich auch da sagen muss, Zeitungen zur damaligen Zeit haben auch gerne mal reißerische Geschichten gedruckt, damit sie sich gut verkaufen ließen. Es hat dann über die Jahre auch immer wieder Bestrebungen gegeben, Delphine Lalaurie ja zu ein besseres Licht rücken zu wollen. Genau, vielleicht bevor wir weitermachen, noch ein, zwei Worte zu Harriet Martineau, weil das eigentlich eine ganz interessante Figur ist. Also gelebt hat sie von 1802 bis 1876 und sie galt eigentlich als eine Soziologin und sozusagen auch die erste weibliche Soziologin, hat sehr viele interessante Studien und Schriften abgefasst und Gesellschaftsstudien betrieben. Queen Victoria war so begeistert von dem, was sie geschrieben hat, zum Beispiel, dass sie Martineau zu ihrer Krönung eingeladen hat und überhaupt, also es war eine recht einflussreiche, sagen wir mal so, frühwissenschaftliche Persönlichkeit, die da durchaus wichtige Forschungsbeiträge geleistet hat. Mhm. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, dass man sagt, also hier haben wir immer noch die Kaskade der Grausamkeiten, die also bis in unsere heutige Zeit immer grausamer geworden sind. Parallel dazu die Überlegung, vielleicht war Delphine Lalaurie gar nicht so schlimm. Und all das, was über sie erzählt wird, auch von Frau Martineau, stimmt eigentlich gar nicht. Denn zunächst mal gibt es dann auch so Geschichten, die darüber berichten, dass sie 2 Sklaven in die Freiheit entlassen hat, von dem der eine von ihrem zweiten Ehemann in seinem Testament, das sozusagen geschenkt bekam, dass er in die Freiheit entlassen wurde, und ein weiterer aus eigenem Antrieb entlassen wurde. Regelwerk mit Sklaven beinhaltete unter anderem auch, dass wenn sie ein gewisses Alter hatten und sich immer ehrenhaft als Sklave verhalten hatten, dass man sie da in die Freiheit übergeben konnte. Das wird hier berichtet. Wiederum gibt es dann auch wieder andere Berichte, die davon erzählen, dass Delphine Lalaurie ein Sklavenmädchen, das ihr die Haare bürsten sollte und dabei dann irgendwie auf Knoten gekommen ist und dann hat's geziept. Auspeitschen wollte, das Sklavenmädchen wollte die Strafe nicht annehmen, 12 Jahre alt soll das Mädchen gewesen sein, ist dann aufs Dach des Hauses am Ende geflohen vor ihrer Herrin. Delphine Lalaurie mit einer Peitsche hinterher. Um also diese Bestrafung durchzuführen, und letztendlich ist dann, das so wird es berichtet, das Mädchen vom Dach heruntergestürzt und sei dann von Delphine Lalaurie im Garten des Hauses im Innenhof begraben worden. Dummerweise hätte diese Szene Zeugen gehabt. Das hatte dazu geführt, dass sie ihre 9 Sklaven, die sie zu dem Zeitpunkt noch hatte, abgeben musste, dass man ihr also sozusagen das Recht
nahm, diese Sklaven zu halten. Die Geschichte wird dann aber weiter erzählt, dass Verwandte von Delphine Lalaurie diese Sklaven sofort aufgekauft haben, wieder an sie zurückgeführt haben und sie den Preis zum Kauf dieser Sklaven wieder entrichtet haben soll. Also, und das ist übrigens, wenn wir vorhin schon bei Báthory gewesen sind, eine Geschichte, bei der ich wirklich aufgehorcht habe, ja, weil man sich auch von Báthory, von der Blutgräfin, sich eine ähnliche Geschichte mit einer Zofe, die die Haare bürstet, erzählt. Und bei dieser Gelegenheit, so geht die Legende bei Báthory, hat dann sie die Herrin zugeschlagen und hat dann festgestellt, dass das Blut, das dabei auf ihren Handrücken gespritzt ist, da irgendwie eine verjüngende Wirkung hatte und seitdem eben diese Blutbäder. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, ehrlich gesagt, zu rekonstruieren, aus welcher Quelle genau dieses Motiv stammt mit der Bürste. Ich bin mir relativ sicher, aber ihr werdet, wenn ihr recherchiert, mich sicherlich irgendwie korrigieren können, dass das eine Quelle aus dem 19. Jahrhundert ist und auch nach 1834, obwohl beschwören möchte ich es jetzt nicht mehr. Es ist die Frage, welches der Ereignisse sozusagen was inspiriert hat. Also, dass es da keine verlässlichen Quellen bei Báthory gibt, ist sicherlich klar. Also, dass diese Geschichte mit diesen Blutbädern, überhaupt dieser Blutmythos, der ist wesentlich später erst dazugekommen. Und die Frage ist jetzt halt, was hat was inspiriert? Es ist aber auf jeden Fall so, dass die Geschichten eine gewisse Parallele aufweisen und es ganz interessant ist, dass man bei diesen beiden Frauengestalten dann sozusagen dahingehend operiert, dass man diese Bilder eben motivisch verknüpft. Jetzt wäre natürlich die spannende Frage, was ist denn tatsächlich die historische Wahrheit? War sie jetzt total nett zu ihren Sklaven? Wie ja berichtet wird, dass sie sie nach Hause geschickt hat, war sie normal im Umgang mit den Sklaven oder war sie besonders grausam im Umgang mit den Sklaven? Und da ist jetzt dann das zweite Thema, was du vorhin angesprochen hast, Alexa, jetzt ganz relevant, nämlich mal auf die generelle Situation und Sklavenpolitik zu schauen zu der damaligen Zeit, um vielleicht mal einordnen zu können, was denn normaler Umgang mit Sklaven zur damaligen Zeit bedeutet hat. Das ist ja für uns heute sowieso kaum noch nachzuvollziehen, so geht es mir zumindest, sich eine Zeit vorzustellen, in dem Menschen, andere Menschen als Sklaven tatsächlich halten. Eigentlich eine unglaublich furchtbare Vorstellung. Aber interessanterweise gab es ja gewisse Regelwerke auch und auch gesellschaftliche Konventionen, wie das alles zu geschehen hatte. Und da stellen wir fest, dass zu der Zeit um 1830 es für Sklaven gerade mal eine überhaupt gar nicht gute Zeit gewesen ist und Sklaven zu diesem Zeitpunkt eher wieder sehr, sehr hart an die Kandare genommen oder wurden. Kurz vorher auf jeden Fall. Ja. Also die Frage ist halt, wie weit diese traumatischen Ereignisse, die wir gleich beschreiben, sich da noch fortgesetzt haben. Mhm. Auf jeden Fall herrschte sicherlich ein Klima, wo die Behörden mal eher ein Auge zugedrückt haben. Das haben sie auch definitiv gemacht, als dann Verwandte von Lalaurie eben, wie du beschrieben hast, die Sklaven zurückgekauft haben, die sie abgeben musste. Da hat also keiner gesagt, irgendwie ja Moment, aber wenn die wieder an Delphine Lalaurie und ihre Familie zurückgehen, dann no, das geht nicht. Mhm. Also da wurde sicherlich das Ganze recht lax gehandhabt. Offiziell gab es so etwas wie Anti-Cruelty Laws in Bezug auf die Sklaverei. Fakt war aber auch, dass man bei der Anwendung von Gewalt eben ein Auge zugedrückt hat von Behördenseite. Und das, sagen wir, bis 1832 das Verhalten auch der Familie Lalaurie absolut unauffällig war, beziehungsweise so, dass die Behörden offiziell keinen Wind davon bekommen haben, ob da hinter verschlossener Tür es zu Grausamkeiten gekommen ist oder nicht. Und das lässt eigentlich darauf schließen, dass zum einen vielleicht das Leben, was diese Familie geführt hat, gesellschaftlich eben angepasst war. Nicht nur das, sie war eigentlich ein wichtiger Kern der Gesellschaft von New Orleans und zum anderen eben, was für eine Politik in Bezug auf die Sklaven da gerade verfolgt wurde. Bevor wir jetzt lange um den heißen Brei rumreden, wir reden natürlich von zwei besonders hervorstechenden Ereignissen, nämlich einmal der Haitian Revolution, die noch im 18. Jahrhundert stattgefunden hat und dann dazu geführt hat, dass aus der Insel Santo Domingo letzten Endes Haiti ein Staat geworden ist, der von sich befreit habenden Sklaven gegründet und auch geführt wurde. Mhm.
Und wir reden von der von dem German Coast Uprising, was dann im Prinzip die Revolution von Sklaven oder die Revolte von Sklaven gewesen ist, die sich in unmittelbarer Nähe und in New Orleans abgespielt hat. Mhm. Und die Art und Weise, wie bei diesem German Coast Uprising, das 1811 stattgefunden hat, also in relativ großer zeitlicher Nähe zu den Ereignissen 1834, wie da eben die Milizen, die Plantagenbesitzer, die Behörden mit den Aufrührern umgegangen ist, das spricht im Prinzip Bände. Mhm. Das heißt, die aufständischen Sklaven, man spricht teilweise davon, dass die Aufrührer so auf ihrem Marsch Richtung New Orleans bis zu 200 oder um die 200 interessierte Mitrebellen an sich gezogen haben. Diese Aufständischen haben zwei Weiße getötet und es wurden im Zuge dieser Revolte 95 Schwarze hingerichtet. Und man hat sie gejagt mit amerikanischen Ureinwohnern, die als Tracker sich betätigt haben. Man hat da private und öffentliche Milizen gehabt, die sozusagen eine Menschenjagd veranstaltet haben. Mhm. Und auch die Art und Weise, wie man eben mit diesen Aufrührern selber umgegangen ist, ist also wirklich höchst grausam gewesen. Also nicht nur, dass man die hingerichtet hat, indem sie enthauptet wurden und dann die Leichen, die Köpfe auf Spieße gespießt hat und dann ausgestellt hat als Abschreckung, sondern man hat einen der Sklaven, die man als Anführer identifiziert hat, einen Charles Delonde, hingerichtet, indem man ihn erst in beide Oberschenkel und dann in den Körper geschossen hat. Und dann lebte er noch und dann hat man ihn mit Stroh bedeckt und das Stroh angezündet. Also man hat ihn im Prinzip geröstet und seine Schreie sollten halt die Rebellen, die sich in der Nähe versteckt hatten, abschrecken. Also diese Art und Weise ist sicherlich von unmenschlicher Grausamkeit. Das hat auch nichts mehr mit Vergeltung oder mit Recht und Ordnung zu tun, sondern das ist einfach nur pure Grausamkeit. Und diese Eisenhalsbänder mit den nach innen gerichteten Stacheln, von denen wir gesprochen haben, das ist, gehört leider nicht zu den Motiven, die sozusagen aus der Luft gegriffen sind, sondern die hat man auf den Plantagen vor allen Dingen dann nach dem German Coast Uprising tatsächlich verwendet, um ja die Sklaven, von denen man befürchten musste, dass sie vielleicht auch eine Revolte anzetteln, zu bestrafen. Ja, und so hatte man 1791 die ersten Aufstände im heutigen Haiti, die dann 1804 zur Unabhängigkeit geführt haben. Also Sklaven haben dazu geführt, dass eine gesamte französische Kolonie, man muss das auch nochmal in der Eindrücklichkeit schildern, sich unabhängig von Frankreich machen konnten. Selbst der Bruder von Bonaparte, der dann zwischenzeitlich versucht hat, das alles noch zu befrieden, war erfolglos. Und zum Zweiten dann 1811 quasi auf amerikanischem Boden erneut ein großer Aufstand. Und man wollte natürlich an dem liebgewonnenen Lebensstil nicht rütteln. Also diejenigen, die in der Lage waren, sich Sklaven zu halten, durch Sklaven als Wirtschaftsfaktor ja auch verdient haben. Das war jetzt ja bei La Laurie nicht der Fall, weil sie natürlich keine Plantage hatten. Aber Sklaven waren ja im Wesentlichen dazu da, Geschäftsleuten Gewinn zu liefern. Und insofern hatte man also nach einer ja vielleicht etwas entspannteren Zeit mit Sklaven im Prinzip zwei Beispiele dafür, was passieren kann, wenn man die Leine locker lässt. Und man muss davon ausgehen, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit Sklaven in den Vereinigten Staaten nicht gut umgegangen wurde. Man kann auch noch finden bei der haitianischen Revolution, dass 50% der Sklaven, die dahin geschifft wurden, im Wesentlichen aus Afrika, binnen der ersten 2 bis 3 Jahre verstarben. Das war die Lebenserwartung der Sklaven zur damaligen Zeit, wenn sie dann in den Kolonien landeten. Insofern war das ja Menschenmaterial, was man beliebig verheizen konnte in der Wahrnehmung der Sklavenhalter. Und aus diesem Kontext heraus muss man vielleicht dann jetzt auch verstehen, warum 1830
sehr harscher Umgang mit Sklaven gar nicht so gesellschaftlich auffällig war, wie uns das heute vorkommt, weil das wahrscheinlich, und nicht nur wahrscheinlich, es gibt viele Quellen, die darüber berichten, eigentlich gang und gäbe war. Mit denen musste man hart umgehen, weil man hatte jetzt schon zweimal erlebt, was passiert, wenn man es nicht tut. Und das wollte natürlich keiner haben. Es kann sein, dass in so einer Stadt wie New Orleans sich die Erinnerung an dieses Uprising von 1811 schon ein wenig abgenutzt hat und dann die Öffentlichkeit, auch die Behörden zumindest vordergründig so getan haben, als sei das alles schon so ein bisschen friedlicher. Und dann sich der Mob, also diese 4000 Leute, von denen da die Rede ist, tatsächlich aus Wut das Haus von der Familie LaLaurie gestürmt haben, würde ich jetzt weder bejahen noch verneinen wollen. Da müsste man die Quellen dann eben ganz genau dahingehend auswerten. Fest steht aber, das ist vielleicht noch eine ganz interessante und auch ziemlich zwiespältige Randnotiz, die Sklaven, die man dann aus dem Haus geholt hat, hat man im Gefängnis, also man hat sie ins Gefängnis verfrachtet, zwei sind dann wohl tatsächlich gestorben, hat man den Leuten sozusagen vorgeführt, beziehungsweise sie ausgestellt. Das heißt, man konnte da hingehen als Bürger von New Orleans und sich angucken, in was für einem beklagenswerten Zustand diese armen Menschen sind. Und das ist natürlich einerseits schon so ein Hinweis darauf, dass es sich um einen gesellschaftlichen Skandal gehandelt hat, dem die Behörden dann tatsächlich nachgegangen sind und die Leute dann gesehen haben, oh, denen geht's wirklich ganz, ganz schlecht und das geht nicht, was die da gemacht haben und deswegen irgendwie machen wir jetzt das Haus kaputt. Oder es hat auch so was Voyeuristisches, wo dann nochmal die Bürger von New Orleans sich an dem Elend weiden können oder vielleicht dann ihren Sklaven sagen, du guck mal, was mit denen passiert ist und seid froh, dass wir irgendwie bessere Herren sind und euch nicht zu Tode prügeln oder schwere Wunden zufügen. Und man weiß es nicht. Das ist jetzt von meiner Seite Interpretation und Spekulation. Aber das ist auf jeden Fall aus den Zeitungen der Zeit schon zu entnehmen, dass man so Verfahren hat. Was bleibt am Ende ist sicherlich die Tatsache, dass Delphine LaLaurie in Frankreich vermutlich, tatsächlich gibt es da kaum Aufzeichnungen. Also sie hat noch Briefe an ihre Kinder geschrieben, daher weiß man halt noch so ein bisschen was, aber ansonsten verläuft es sich total, man vermutet heute, dass sie in Frankreich verstorben ist, also so endet dann die Geschichte einer reichen, einflussreichen Dame der New Orleanser Gesellschaft, relativ unspektakulär in Frankreich, vermutlich. Die grausamen Geschichten, die man findet, mit denen wir auch diese Episode und dieses Thema gestartet haben, muss man sicherlich mit großer Vorsicht betrachten und da auch ganz viel abziehen. Nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, dass in den 1830er Jahren in den Vereinigten Staaten nicht gut mit Sklaven umgegangen wurde. Und wenn man dann natürlich dann anschaut, dass in der weiteren Geschichte genau auch dieses Thema der Sklavenhaltung in den Vereinigten Staaten dann ja am Ende auch zum Bürgerkrieg dann auch geführt hat und zur Teilung zunächst mal der Vereinigten Staaten, sieht man halt, wie relevant dieses Thema ist, obwohl es ja eigentlich nicht so häufig behandelt wird. Was mich bei diesem Thema so ein bisschen traurig macht, einerseits habe ich mir natürlich auch die Staffel angeguckt, American Horror Story, und habe dann natürlich irgendwie diesen Gruselfaktor und diese Horrorgeschichte irgendwie konsumiert, die einem da so einen Schauer über den Rücken jagt. Auf der anderen Seite finde ich es beängstigend, dass die reale Grausamkeit, die da stattgefunden hat, erstmal gesellschaftlich sanktioniert gewesen ist bis zu einem gewissen Grad und dann aber eigentlich in ihrer realen Dimension sogar noch die Grausamkeit dieser ganzen Geschichten übersteigt. Also das, was tatsächlich mit Sklaven passiert ist zu der Zeit, finde ich so beängstigend und so grauenvoll, dass es fast beschämend ist, wenn man solche Geschichten dann nochmal überhöht und nochmal ausschmückt und dann irgendwie so als Gruselmärchen irgendwie weitererzählt. Also das ist eine sicherlich zwiespältige Geschichte und es ist eigentlich ganz gut, wenn man sich bei solchen Sachen mal über die realen Hintergründe informiert und feststellt, dass man sich da eigentlich nicht vor einer Person gruselt in einer Geschichte, sondern vor gesellschaftlichen Faktoren, die tatsächlich einmal Realität gewesen sind. Ganz wichtiges Endstatement, Delphine LaLaurie, ein Platzhalter, ein Statthalter
für, glaube ich, eine gesellschaftliche Entwicklung, um die es letztendlich gehen muss, wenn man diese Geschichte betrachtet und kritisieren möchte. Jo. Damit hoffen wir, das Wunschthema Delphine Lalaurie entsprechend gewürdigt zu haben in dieser Episode und würden dann jetzt aufklären gleich, Alexa, ob denn jetzt Bettwanzen der neue heiße Scheiß im Drogenbereich sind oder nicht. Die Auflösung. Ja, haben Kiddies in den USA tatsächlich die Mode entdeckt, Bettwanzen zu zerstoßen, pulverisieren und dann entweder zu rauchen oder sich verflüssigt zu injizieren. Zum Glück kann ich Entwarnung geben, also dieser Trend ist ein Hoax. Es handelt sich dabei um ein April Fools Scherz, also ein April-Scherz. Da gibt's tatsächlich irgendwie so ein Video, was aufgemacht ist, wie das eines Fernsehsenders. Ursprünglich hat man da so einen Bericht genommen, da geht's um das Stichwort Dabbing im Zusammenhang mit Drogenkonsum. Allerdings hat man das dann eben verfremdet und umgemünzt auf diese Bedbug-Geschichte. Das ist jetzt alles irgendwie so amüsant und lustig. Man kann sagen, haha, April-Scherz, dass Amerika natürlich derzeit wirklich ein absolutes Drogenproblem hat, brauche ich, glaube ich, nicht zu betonen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr ungute Situation. Und naja, man sollte halt irgendwie in Bezug auf solche Dinge vorsichtig sein und da irgendwie nicht übertreiben. Und auch schon gar keine Bettwanzen, bitte. Und auf keinen Fall Aggerkröten abschlecken. Auch das haben wir gerade nochmal im Rahmen der Aufnahme hier recherchiert. Also tatsächlich ist es die Aggerkröte, aus deren Sekret, wenn man es denn trocknet, relativ starke Droge, Halluzinogen gewonnen werden kann. Allerdings, wenn man die ableckt, kann das doch auch zu ernsthaften Erkrankungen oder sogar zum Tod führen, weil das Toxin doch sehr, sehr stark ist. Also insofern gibt es das. Keine Frösche küssen, keine Kröten ablecken. Und Bettwanzen nicht rauchen. Ich genau. glaube, das könnte das Fazit sein. Das ist das Fazit der heutigen Huxler-Folge. Genau. Wenn ich jetzt mitgenommen habe, dann diese drei Punkte mit. Damit sind wir am Ende der aktuellen Episode von Huxilla und haben das dann jetzt auch zum 211. Mal aufgenommen. Und wer in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen ein wenig mitgelesen hat, hat gesehen, dass es die wirkliche Chance im Moment gibt, dass es wieder etwas mehr Huxilla gibt. Das haben wir schon des Öfteren gesagt, deswegen wartet einfach ab, ob es passiert oder nicht. Denn was definitiv passieren wird, da ist, dass im September 2018 mit der 100. Episode das Projekt Huxilla TV endet bei massengeschmack.tv. Das müssen wir aus Zeitgründen beenden. Und wen das alles interessiert, warum Huxilla TV endet und warum das vielleicht was ganz Gutes für den Huxilla Podcast ist, der wird Gelegenheit haben, ein Video zu sehen eines YouTube-Livestreams. Ich hätte an sich gerne diese Episode vor dem YouTube-Livestream noch am Netz gehabt. Das könnte mit Blick auf die Uhr jetzt gerade etwas schwierig werden, aber dann macht es doch einfach so, dass ihr diese Episode euch anhört und dann ist in dieser Episode hinterher der YouTube-Livestream, der dann nicht mehr live ist, aber immerhin die Aufzeichnung davon. Der live gewesen verlinkt. Sein wird oder so. Irgendwie so. Genau. Und das werden wir eventuell auch häufiger jetzt mal machen, so ein YouTube-Livestream, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Und da werden wir sicherlich über das Ende von Huxilla TV sprechen, über die Zukunft von Huxilla, über viele andere Dinge, die wir in den letzten Wochen und Monaten gefragt worden sind. Und dann habt ihr jetzt sozusagen die Chance, nachdem ihr diese Sendung gehört habt, dann nochmal auf unsere Homepage zu gehen, zu klicken und euch dann das YouTube-Video zu holen. Ihr könnt auch den YouTube-Channel von Huxilla abonnieren. Das kann auch gar nicht schaden. Und ja, das so zur Hausmeisterei dieser Episode. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese Folge heruntergeladen habt, dass ihr immer noch euch freut, wenn es neue Episoden gibt. Darüber freuen wir uns ganz außerordentlich. Und wir hören uns sicherlich ganz bald hier wieder bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen.
Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.